bin anders als die anderen. Ich bin anders als all die anderen anderen, die sagen, dass sie anders sind. Ich hab Angst vor dem Sterben, doch noch mehr hab ich Angst, nix zu werden. Dieses Leben macht mich krank, aber alles okay. Ständig hab ich Angst, aber alles okay. Sie kommt mir so schwer vor, die Last auf meinen Schultern. Verliere den Verstand, aber alles okay. Ich fühl mich nicht gut, aber alles okay. Okay, jetzt muss ich erstmal hier reinfuchsen, Digga. Da muss ich mich erstmal reinfuchsen, wie. Füg irgendeinen Vergleich hier ein. Digga, NF, ne? Ich glaube, das ist somit die erste Reaction auf meinen Kanal, die, wo ich mir was Englisches reinziehe. Und ich mache es mir jetzt nicht zur Aufgabe, jede Zeile zu verstehen. Ich bin eigentlich der englischen Sprache sehr gut mächtig, war auch immer ein sehr guter Englischschüler. Aber aufgrund ganz jahrelanger fehlender Praxis in Bezug auf die englische Sprache ist das Ganze ein bisschen flöten gegangen, Digga, wie ich in der Grundschule, in die Musikschule, Kid. Und das Ganze macht es natürlich noch schlechter und mich noch nervöser, dass ich weiß, wir gucken hier 500 Leute zu. Oder knapp 800. Und das, ne? Untertitel. Untertitel an. Okay. Ihr habt wirklich, also so viel, ich weiß nicht warum, was er da jetzt abgeliefert hat, so, ne? Warum ihr mir alles schreibt, aber heute unglaublich viele Nachrichten, von wegen zieh dir NF rein, Digga. NF, ist jetzt, also, eigentlich irgendwie kein Rapper, der nach 2005 angefangen hat, Musik zu machen oder den Durchbruch geschafft hat, ist so bei mir in den Playlisten drin. Sei denn, es ist mal ein Wiz Khalifa oder ein Kendrick Lamar oder so. Ansonsten bin ich voll auf der Oldschool-Schiene hängen geblieben, Digga, aber to the fullest. NF weiß ich aber, dass er immer sehr deepe Texte macht, auch psychisch beladene Texte und so, ne? Und das Ganze könnte schon deep sein. Wir gehen rein, ich will euch Leute auf die voll, aber das ist ja auch egal. Oh. Yeah, I'm on my way, I'm coming. Don't. Ist das gerade NF? Weil das klingt halt voll krass. Don't lose faith in me. I know you've been waiting. Yeah. Krass, der kann ja auch singen. You've been praying for my soul. Oh. Oh. Bis jetzt, Ersteindruck, schon halt total geil. Also allein die Lyrics, was er da sagt und der Beat, dieses Feeling, dass das eigentlich sehr geschmeidig ist mit dem Piano, aber das Piano hat viele Tieftöne, das heißt ein bisschen Danger. Dann kommen diese cinematischen Laser-Effekte rein, wo du denkst, okay, jetzt passiert irgendwas. Es ist vom Feeling her auf jeden Fall schon nice. 30 years you've been dragging your feet, telling me I'm the reason we're stagnant. 30 years you've been claiming your honest and promising progress. Well, where is it at? Ja, es hat, das hat mich jetzt total gecrashed, das Feeling, dieses Piano. Bim, bim, bim. Geht erstmal so in die fröhlichere Richtung. Ne? Ist, glaube ich, AB-AB-Reimschema. Auf jeden Fall Halftime, die Reime gesetzt. Schon dope. Ich finde auch so, bei Ami-Rappern, es gibt diese Ami-Rapper und NF ist auch so einer, der hat diese dünne Stimme, die so überhaupt keine Zeitspanne hat, um irgendwie Worte zu sagen. Der hat so diese Stimme, ich kann das gar nicht nachmachen, ich kann es auch gar nicht erklären. Der hat diese Stimme, die es ihm ermöglicht, unglaublich tight zu rappen. Da, 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 da. Ist ja generell dieses englische S. Ist er Ami oder Engländer? Ich weiß es for real nicht, aber er klingt wie ein Engländer. Dieses da, 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 da. Dieses ganz prägnante, Digga. I don't want you to feel like a failure. I know this hurts. Er klingt auch für mich, ich weiß nicht so, das ist auch so, Jack Harlow ist auch so einer. Jack Harlow höre ich mir auch manchmal an, finde ich auch krass. Feel like a failure. Er ist Ami. Okay. I know this hurts. Aber er, for real, der hat einen Akzent, das könnte als England, das klingt so ein bisschen wie so ein Saubermann-Englisch an manchen Stellen. But I gave you your chance to deliver. Now it's my turn. Geiles Video, auch geil, wie er performt, auch geil. But it's time to give the people something different. So without further ado, I
Also das ist wirklich im wahrsten Sinne des Wortes ganz großes Kino bis jetzt so, ne? Allein schon dieses ganze Video und so, seine Performance dazu, dieses Flows, Digga. Und jetzt diese Digga, alle, das sieht erstmal so aus, als hätte das von irgendeinem krassen BBC Documentary-Film gerippt, Alter. Und dann siehst du ihn hier einfach unten stehen, ganz klein. Auf dem Floß, Paale, was eine Aufnahme. So without further ado, I like to introduce myself. My album. Jetzt auf komisch, aber er sagt ja, give the people something different, so, ne? Something different. Und das ist schon manchmal hier komisch, so. Die Elemente, das ist. My album. PPC. Alter, du bist ein Start, Kosari. What's my definition of success? Ja, was ist sie? Listening to what your heart says. Geile Zeit. Geil, auch geil. What's my definition of success? Of listening to my heart, what my heart says. Listening to what your heart says. Definition. Das ist halt das Geile am Ami. Ich überlege gerade, ob es Zeile auf Zeile geschrieben ist, weil listening und definition. What's your definition of success? Listening to the heart says. Das ist geil. Ist so eine Zeile, die man sich tätowieren lassen kann. Standing up for what you know is. What will everybody else is. Fucking them till between their legs. What's my definition of success? Creating something no one else can. Ja, Alter, Digga, er powert mich. Geil, Alter, das triggert mein. Ich sag's ja auch in meinem neuen Song so. Ich halte mich für ein Genie. Ein Genie auf seinem Weg bis zum Ziel und zwar so fokussiert. Ehrlich gesagt, ich halte mich für ein Genie. Ein Genie auf seinem Weg bis zum Ziel und zwar so fokussiert. Und in manchen Momenten haben das, glaube ich, viele Musiker, dass sie sich für Genies halten. Und ich habe diese Momente auch, will ich ehrlich mit euch sein. Und diese Zeile hier von ihm triggert meinen kleinen Genius. Creating something no one else can. Being brave enough to dream big. Grinding when you're told to just quit. Giving more when you got nothing left. It's a person that'll take a chance. Er performt. Aber das ist auch so, er performt so krass auch so. Auch auf so einem Beat, das sind so mächtige, epochale, cinematische Drums, bum, bum, Pauken und Trompeten, Digga, und er geht da drauf ab, Digga. Something that we're talking never happened. It's a person that can see the bright side through the dark times when there ain't one. It's when someone who ain't. Was? It's a person that can see the bright side through the dark times when there ain't one. It's when someone who ain't never had nothing ain't afraid to walk away from more profit cause they'd rather do so. Achso, sitze ich euch eigentlich ein bisschen im Weg, das sehe ich ja jetzt erst so. Sitze ich euch im Weg? So ist wahrscheinlich besser. Habt ihr das gehört? Jetzt sind die hier zu zweit, alle. Jetzt fahren die wieder mit irgendwelchen Scheißgeräten gegen meine Tür, Digga. Ich schreck jetzt alle zwei Minuten zusammen. Or change who they are just to try and gain some credibility so they can feel accepted by a stranger. It's a person that can take the fears in their life and turn them into motivation. It's believing in yourself when no one else does. It's amazing. Oh, Leute, ich schwöre dir, das ist halt wirklich, deswegen liebe ich halt auch Ami-Rap. Natürlich, ich verstehe das, was er hier sagt, so, ne? Jetzt mit Untertitel sowieso. Aber selbst hätte ich den Untertitel nicht und ich würde es einfach so hören irgendwann so, ne? Es ist einfach, es gibt so Musik und es gibt es auch in anderen Sprachen, auch wenn ich keine anderen Sprachen von Musik höre, aber ich muss da immer an das Zitat von meinem Freund Soldier denken, der mir auf dem Weg zu einem Videodreh ganz viel französische Mucke gezeigt hat. Und ich ihn gefragt habe, Digga, du verstehst doch gar nichts, was er sagt. Der sagt, doch, ich verstehe sein Herz. So, und das ist einfach so dieses Feeling, Digga. Allein das schon, selbst wenn der da, was weiß ich mir über Butterteigplätzchen, was vorrappt, Digga, die er mit der Weihnachtsmann-Christmas-Form ausgestochen hat, Alter. Und das so rappt, Digga, denke ich, ich drehe die Tür ein. Dieser Drop ist mächtig. Auch dieses im Hintergrund diese Adlibs. It's a feeling. Alle. It's a feeling. In believing in yourself when no one else does. It's amazing.
Da bin ich kurz davor rauszugehen, kurz anzuschreien. Das ist auch krass jetzt mit dem, okay, das Video ist auch sehr wild. If you don't even believe in you, why would you think or expect anybody else that's around you to? I done did things that I regret. I done said things I can't take back. Was a Moment. Also at a crossroad who had no hope, but I changed that. I spent years of my life holding on to things I never should have kept, full of hatred. Years of my life carrying a lot of baggage that I should have walked away from. Years of my life wishing I was something different, looking for some validation. Ich finde es auch so krass, wie die Amis flowen. Das scheint erstmal so, eigentlich gar nicht so krass, aber die flowen alle so krass, oder viele flowen so krass einfach. Walked away from years of my life, wishing I was someone different, looking for some validation of my life, trying to fill a void, pretending I was in. They get it. Das kann ich auf keinen Fall alles aufschnappen hier gerade. Da passiert zu viel, auch diese Charaktere, sein altes Ich oder sein Real und Fake Ich, so was ihn jetzt da runterstummt und so, das ist alles. Ist der Song genau so auf Spotify? Der Gesang ist von einem alten Song von ihm. Ah, okay. Ach so. Und ist der Song genau so auf Spotify? Weil das habe ich auch. Ey, Kendrick Lamar ist einer der krassen. Ihr wisst ja, wie ich oft darüber den rede, ne? Aber manchmal hat Kendrick Lamar mir auch zu abgespacede Elemente drin, die mir einfach den Hörgenuss nerven, so nehmen. Dass ich so denke, ich will mir das jetzt nicht anhören, weil ich weiß, da kommt in der Mitte diese eine Minute, wo einfach irgendwas so passiert. Weißt du, und es ist halt, manchmal willst du im Auto einfach einen Song hören. Pain's a necessary evil, difficult to go through, yes, but beneficial. Some would say having a mental breakdown is a negative thing, which on one hand I agree, but on the other hand, it was the push I needed to get. Das ist auch negativ, Digga, ich würde so gerne einfach flüssig Englisch reden können, um das zu sagen, was ich meine. Auch eine sehr geile Zeile. Drop ein bisschen komisch so erstmal. Necessary evil, difficult to go through, yes, but beneficial. Some would say having a mental breakdown is a negative thing, which on one hand. Mentaler Breakdown ist eine negative Sache, so auf der einen Seite, andererseits ist das genau der Push, den du manchmal brauchst, und da bin ich konform, Digga. Es ist ein bisschen Eminem-Feeling manchmal so auch. Ich will jetzt nicht nur sagen, nur weil er das Wort Opportunity und Eminem das Wort Opportunity irgendwie gelegend hat. So, aber auch so vom da, gibt es mir manchmal ein bisschen Eminem-Vibes so. Aber auch da bestätigt sich das, was ich am Anfang gesagt habe. Er hat wirklich so diese Stimme, um einfach so auf so einem Beat genauso krass zu flowen, Digga. When you choose to not accept defeat and face your demons, took me 30 years to realize that if you want to get the opportunity to be the greatest version of yourself, sometimes you gotta be someone you're not to hear the voice of reason. Having kids will make you really take a step back and look in the mirror. At least for me, that's what it did. Da war jemand. Wake up every day and pick my son up, hold him in my arms and let him. Das ist halt, es ist so künstlerisch, es ist so wertvoll, und er sagt es, gib den people something different, so, ne? Er macht es ja, so, ne? Aber der Hörgenuss ist schwer, so. Es ist natürlich voll krass, Junge, es ist ein anderes Level. Jetzt versteht mich nicht wieder falsch, so, ne? Aber das ist so, es ist halt für den Hörgenuss schwer. I'm always love, standing by the window, questioning if that is ever going to show up. Isn't something he's gonna have to worry about, don't get it twisted, that was in a shot. Mama, I forgive you, I just don't want him to grow up thinking that he'll never be enough. 30 years of running, 30 years of searching, 30 years of hurting, 30 years of pain, 30 years of fearful, 30 years of anger, 30 years of empty, 30 years of shame, 30 years of broken, 30 years of anger, 30 years of hopeless, 30 years of hey, 30 years of never, 30 years of maybe, 30 years of later, 30 years of fame, 30 years of hollow, 30 years of stop, 30 years of darkness, 30 years of death. Weil dieses 30 years, damit identifiziere ich mich gerade voll, und auch mit dem alles, was er da aufzählt, so mit dem Broken, tralala, das ist broken, 30 years of anguish, 30 years of hopeless, 30 years of hey, 30 years of never, 30 years of maybe, 30 years of later, 30 years of fame, 30 years of hollow, 30 years of sorrow, 30 years of darkness, 30 years of day, 30 years of baggage, 30 years of sadness, 30 years of stagnant, 30 years of change, 30 years of fuck, 30 years of suffering, 30 years of torment, 30 years of pain, 30 years of bitter, 30 years of lonely, 30 years of pushing everyone away, you'll never reach. Ja, Digga, das ist so, Alter, das hittet gerade richtig, Digga. Das ist wirklich das grandiose Ende, Digga, vom Film, Digga. Boah, auch er steht da auf dem Berg, Digga. Das ist wirklich zu krass gerade. Never
Ja, das ist künstlerisch auf so einem anderen Level, dass man das gar kaum beurteilen kann. So, das ist so anders und different und künstlerisch begabt, Digga. Das ist halt ganz eigen so. Das ist natürlich mega krass. Das war mega krass jetzt gerade.